Ja, schönen guten Morgen. Darf mich kurz vorstellen. Mein Name, wie gesagt, hat die Heidi schon gerade erwähnt, Hans-Dieter Wahl. Ich arbeite bei Bintec-Elmec im Bereich Produktmanagement, bin dort für die WLAN-Produkte zuständig und würde Ihnen ganz gerne heute Vormittag Einsatzszenarien für WLAN-Netze in Unternehmen darstellen und näher bringen. Der Titel ist vielleicht ein bisschen irreführend. In dem zweiten Teil gehe ich auf die BIP ein. A, was für Szenarien man da relativ leicht abbilden kann mit den Onboard-Mitteln, die man bei der BIP zur Verfügung hat. Und wir haben auch zwei kleine Konfigurationsvideos, wie man sowas entsprechend umsetzt, die ich dann entsprechend kommentiere. Deswegen, wie gesagt, dauert der Webcast heute auch ein bisschen länger als gewöhnlich. Aber wie gesagt, im ersten Teil würde ich Sie ganz gerne abholen an, ja, eigentlich bei Null, für die Leute, die noch nicht so, ja, sich so gut auskennen im WLAN-Bereich bezüglich der Anwendungen, der Security-Geschichten, der Produkte, die es dort gibt, der Übertragungsverfahren und Einsatzszenarien. Das, wie gesagt, ganz kurz und zwischendrin. Wie gesagt, bevor wir mit der BIP starten, gibt es eine kleine Fragerunde. Das müssen wir leider machen, weil ich einfach nicht in der Lage bin, 1,5 Stunden an einem Stück zu sprechen. Außerdem für Sie den großen Vorteil, dass Sie nicht unbedingt so lange warten müssen, bis Sie die erste Frage fragenlos werden können. Okay, starten wir mal. Generell, WLAN-Netze in Unternehmen, was muss man da beachten? Beziehungsweise wie unterscheidet sich das zu einem Homeoffice? Ja, zunächst mal die Aufgaben. Ja, die kann man heutzutage gar nicht mehr aufzählen. Als naheliegendsten ist natürlich, ist es ein drahtloser Internetzugang, logisch, klar. Connectivity, wie man das auf Neudeutsch sagt, herzustellen mit Geräten, die ja entweder kein Ethernet-Kabel haben oder die ich aus irgendwelchen Gründen drahtlos betreiben möchte. Da sind wir auch schon gleich beim Thema. Heutige Endgeräte oder eine Vielzahl von Endgeräten wie Tablet-PCs, Smartphones und ähnliches, die haben gar keinen Ethernet-Stecker mehr. Darüber hinaus sind das transportable Geräte, die muss ich zwangsläufig mit drahtlos Netzen, mit WLAN-Netzen entsprechend den Geräten Connectivity beibringen. Darüber hinaus, wenn man sich das mal anschaut, WLAN hat also so in den letzten Jahren eigentlich ein Stück weit, teilweise geschäftskritische Anwendungen sind damit realisiert worden. Stellen Sie sich vor, die ganzen Supermärkte, die kommissionieren heutzutage ihre Ware mit dem Barcode-Scanner. Dieser Barcode-Scanner ist in der Regel über ein WLAN-Netz mit der Logistik verbunden, so dass die Ware direkt ins Warenwirtschaftssystem eingepflegt wird. Das nächste, was auch geschäftskritisch ist, ja, sind zum Beispiel Gastzugänge in Hotels. Wenn der Internetzugang dort nicht funktioniert, ist das schon ein geschäftskritisches Problem, weil dann sind die Hotelgäste unzufrieden. Ja, und aber auch natürlich im Büro, ganz normale Büroumgebung. Auch da möchte man natürlich mit Tablet-PCs, mit Smartphones entsprechend unterwegs sein und nicht nur auf das 3G oder 4G LTE-Netz angewiesen sein, sondern möchte natürlich über das wesentlich leistungsfähigere WLAN verbunden sein. Das ist also nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Abriss der Funktionalitäten, die man heutzutage hat. Und wenn man sich das anschaut, naja, was ist da anders gegenüber einem Homeoffice? Natürlich die Anzahl der Teilnehmer, klar, die Anzahl der Fläche, die ich betreiben muss. Und ganz wichtig, das muss immer funktionieren. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Okay, da sind wir schon beim Anforderungsprofil, wenn man das mal zusammenschreibt. Was sind die wichtigsten Kriterien für so ein Unternehmensnetz? Und ein Unternehmensnetz kann, wie gesagt, mit einem Access Point aufgebaut sein oder auch mit 250. Das hängt ganz von der Größe des Unternehmens ab. Ständige Verfügbarkeit, hatte ich gesagt. Ein Netzwerk, wo ich gelegentlich Geräte resetten muss, ist ein absolutes Unding, ein No-Go. Das geht gar nicht. Ein Netz, was nicht stabil ist, wenn viele User draufkommen, sich Geräte aufhängen oder ähnliches oder nicht über Lastmechanismen verfügt, um mit großen Datenvolumen klarzukommen, ist ein No-Go. Und natürlich Sicherheit. Naja, gut, werden Sie sagen, Sicherheit, das ist heute überhaupt kein Thema. Da liest man immer in der Presse von, WPA2 ist eigentlich der Standard. WPA2 Enterprise mit Radius-Authentifizierung sowieso. Das haben auch schon meine Consumer-Geräte. Stimmt, haben Sie vollkommen recht. Richtig.
Auch preisgünstige Geräte aus dem Consumer-Bereich haben bereits WPA2 Security. Das ist, wenn man so will, State of the Art heutzutage. Aber Sicherheit ist mehr. Nicht nur die Betriebssicherheit, die man eigentlich dazu zählen muss, auch die Sicherheit gegenüber Angriffen. Und da muss man sagen, tun sich diese Consumer-Geräte in der Regel schwer. Aber wie gesagt, da kommen wir in den nächsten Folien drauf und sehen dann auch ein Stück weit, wie sich die Bintec-Geräte da von einfacheren Geräten ein Stück weit unterscheiden. Und auch die BIP übrigens. Denn die BIP hat die gleichen Funktionalitäten drin wie unsere WLAN-Controller-Familie. Das ist ein Software-Stack. Und das ist der große Nutzen eigentlich an der Stelle, wenn man das mit anderen Produkten vergleicht. Okay, ja, bin ich schon beim Stichwort WLAN-Management. Hier steht sogar WLAN-Controller schon drüber. Haben Sie bestimmt schon von gehört, WLAN-Controller. Was ist das, was macht der, warum braucht man das überhaupt? Wie sieht sowas aus? Oftmals wird WLAN-Controller mit viel Geld in Zusammenhang gebracht. Da muss man sich mal verlösen. Das geht auch wesentlich einfacher, wesentlich preisgünstiger und in einem akzeptablen Rahmen, gerade für mittelständische Unternehmen. Weil da ist oftmals so eine große Maschine, so eine leistungsfähige Maschine, vollkommen fehl am Platz. Die brauche ich dort gar nicht und kann die mir unter Umständen auch gar nicht leisten, allein die Wartungsverträge, die da nötig sind. Okay, warum einen WLAN-Controller? Das Erste, was ein WLAN-Controller macht, ist verteilt und rollt die Konfiguration aus. Naja, werden Sie sagen, das kann ich auch händisch. Schließlich bin ich IT-Fachmann, das kriege ich auch so noch hin. Stimmt. Aber was ist denn, wenn Sie einen Fehler machen? Stellen Sie sich mal vor, Sie verschreiben sich in der SSID. Sie müssen 5 Access Points ausrollen und bei einem schreiben Sie Hotel Süd mit UE und einmal mit U. Das bedeutet, die Connectivity ist nicht gegeben, überall. Sie können nicht mit Ihren Endgeräten von Zimmer zu Zimmer und Stockwerk zu Stockwerk laufen. Mittendrin haben Sie Aussetzer, weil natürlich Ihr Endgerät, wenn es einmal mit Hotel Süd, mit UE connected war, sucht natürlich auch nach diesem String Hotel Süd mit UE. Und das ist nicht so intelligent, dass es sich auf die zweite SSID eventuell draufhängen würde. Das müssten Sie dann händisch machen. Das heißt, Ihr Netzwerk ist nicht stabil. Oder Sie vertippen sich beim WPA-Key, gerade wenn der etwas länger sein sollte. Wegen Sicherheit ganz einfach. Auch da haben Sie plötzlich kein Roaming mehr und keine lückenlose Abdeckung. Obwohl natürlich überall, wenn Sie mit Ihrem Messgerät durch die Gegend laufen oder mit Ihrem Laptop, mit irgendeinem einfachen Anzeigetool durch die Gegend laufen, Sie haben überall ausreichend Pegel. Wunderbar. Nur Ihre Endgeräte machen das nicht mit. Deswegen ist es ganz wichtig, dass gerade die ganzen Funkparameter zentral verteilt werden. Das nächste ist, wenn Sie eine SSID ändern, Ihr Kunde sagt, naja, ich möchte alle Vierteljahr ein neues WPA-Passwort haben. Viel Spaß. Bei 5 Geräten, 10 Geräten das von Hand ändern. Das geht viel schicker, viel eleganter. Es erleichtert eigentlich nur ein Stück weit die Arbeit über einen WLAN-Controller, der das mit 1 oder 2 Klicks gleich auf alle Geräte, die connected sind, ausrollt. Okay, weiterer Punkt, was ein WLAN-Controller macht, auch der ist extrem wichtig. Haben wir wieder dieses Szenario, ein Hotel mit 5 Access Points. Sie haben das installiert, wunderbar, das läuft alles. Sie haben sich auch nicht verschrieben bei den SSIDs, bei den Funknetznamen und der Security. Alles roamt, alles wunderbar. Das heißt, wenn in einem Raum, in einem Meetingraum sehr, sehr viele Leute sind, so connecten die sich sowohl mit dem Gerät im Nachbarzimmer als auch mit dem im Meetingraum selbst. Prima. Jetzt fällt ein Gerät aus, Steckernetzteil kaputt oder die Putzfrau zieht einen Stecker raus. Kann ja alles sein. Oder ein böser Bube. Was passiert dann? Ruft der Hotelier Sie an? Der ruft mit Sicherheit nicht an. Weil Sie haben das Netz natürlich überlappend ausgelegt. Das heißt, die Funkzellen überlappen sich immer ein Stück weit. Und auch in diesem Zwischenraum da, wo dieser Access Point ausgefallen ist, haben Sie immer noch Coverage. Haben Sie immer noch Funkabdeckung? Eine sehr schlechte, aber Sie haben eine. Und wenn nur 2, 3 Leute in dem Hotelgang durch die Gegend laufen mit Geräten, alles gut. Jetzt ist plötzlich Messetag und das Hotel ist voll. Dann bricht das Netz zusammen. Der Hotelier ist stinksauer und sagt, die Firma Müller beauftrage ich nie wieder. Die haben mir da was verkauft. Das hat anfangs schön funktioniert, aber jetzt nicht mehr. Wenn Sie jetzt einen WLAN-Controller haben, so würde der WLAN-Controller dem Hotelier
oder auch Ihnen, wenn Sie einen Supportvertrag mit dem abschließen, eine E-Mail schicken und sagen, im Zimmer 305 ist der Access Point ausgefallen. Wichtiger Punkt eigentlich. Gerade im Hinblick auf Verfügbarkeit und so weiter. Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema, Scannen der WLAN-Umgebung. Das macht so ein WLAN-Controller bzw. die angeschlossenen Access Points auch noch so im Hintergrund. Kommen aber im Detail noch später drauf. Wir erkennen also zum Beispiel neue Access Points, die in der Umgebung aufgestellt werden. Die können wir erkennen. Wir können Attacken erkennen. Also wenn jemand versucht, in irgendeiner Art und Weise in das Netz einzudringen. Das machen wir, wie gesagt, über einen WLAN-Controller im Hintergrund. Machen wir solche Dinge. Okay, fassen wir es mal zusammen. So ein WLAN-Controller macht eigentlich die Dinge, die man tun muss, ein Stück weit einfacher. Klar, das aber erleichtert uns die Arbeit. Und vor allen Dingen, es macht es betriebssicher. Das ist ganz wichtig. Sie sind immer informiert über die Gesundheit Ihres Netzes ein Stück weit. Läuft Ihr Netz oder gibt es irgendwelche Probleme? Okay, wie sieht das technisch aus? Ich hatte eben gesagt, es gibt alle möglichen Lösungen, um WLAN-Management zu machen. Ich stelle Ihnen auch ganz zum Schluss nochmal eine weitere Lösung vor, die wir bei Bintec im Angebot haben. Ich habe mich aber absichtlich mal jetzt auf den WLAN-Controller hier bezogen, weil sowas haben wir, wie gesagt, in der BIP entsprechend auch. Das ist so ein Standardnetz auf der rechten Seite. Da ist eine R1202. Das ist schon eine relativ anständige große Maschine. Der macht natürlich Internet-Gateway. Der macht möglicherweise Ihre VPNs. Der spielt eventuell DHCP-Server, wenn es ein kleines Netz ist. Oder Sie können natürlich auch einen Microsoft-Server hinstellen. Das obliegt Ihnen eigentlich, wie Sie das entsprechend aufbauen. Ja, und in einer weiteren Task macht dieser R1202 WLAN-Controller. Das heißt, wir sind eigentlich hergegangen und haben nicht irgendeine Appliance oder Ähnliches ins Netz gestellt, die natürlich entsprechend proprietär und teuer dann ist, sondern wir sind hergegangen und haben diese WLAN-Controller-Funktionalität in unsere BOS-Software, unser Betriebssystem reingebaut. Und da kann man so freischalten über eine Lizenz oder man kann es auch für bestimmte Gerätefamilien freischalten mit einer bestimmten Anzahl von maximalen Access Points, die man managen kann. Ich habe jetzt mal so ein mittelgroßes Szenario hier gewählt mit maximal 72 Access Points. Das ist das, was eine R1202, wie gesagt, schon macht. Das ist schon ein sehr großes Hotel eigentlich. Ja, und man sieht hier, ganz wichtiger Punkt, der Datentraffic als solches läuft, wie gesagt, nicht über den WLAN-Controller, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sondern er wird, wie gesagt, direkt ausgekoppelt. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, der für die Performance letztendlich entscheidend ist. Also der R1202, der Router hier an der Stelle, wird also mit der WLAN-Controller-Funktion von der Performance, von der CPU-Performance kaum belastet. Er hat lediglich Management-Aufgaben, das heißt, er pollt zyklisch die Geräte, schaut, ob die noch funktionieren, er holt seine Statistikdaten ab und er holt auch diese Background-Scanning-Daten zum Beispiel ab. Und natürlich Konfiguration spielt daraus, Software-Updates macht er und ähnliches. Und entsprechend kann ich natürlich meine ganzen Netzwerke aufbauen, das heißt ja, der Begriff heißt ja SSID. Und das kann ich halt entsprechend VLAN-Tacken oder ähnliches. Dafür ist der Switch dann letztendlich zuständig. Okay, das ist das generelle Konzept. Und dadurch, dass das auf BOS ist, wie gesagt, läuft das bei uns auf sehr, sehr vielen Plattformen. Das ist eigentlich einer der Highlights. Und ich glaube, wir sind auch weltweit fast einer der wenigen, die sowas überhaupt so in dem Konzept machen, was, wie gesagt, extrem viele Vorteile hat. Okay. Ja, so haben wir es auch schon gerade nochmal hier hingeschrieben. Skalierbar und natürlich entsprechend preiswert. Preiswert deswegen, weil ich brauche keine spezifische neue Hardware anschaffen. Ich muss nicht ein extra Gerät hinstellen, was WLAN-Controller heißt, sondern es erledigt einfach vorhandene Hardware, die ich im Netz sowieso habe, erledigt diese Task einfach mit. Und das Einzige, was man kaufen muss, ist eine entsprechende WLAN-Controller-Lizenz. Und die kann man, wie gesagt, immer in 6er-Stufen dazu kaufen. Das heißt, jede WLAN-Controller-Lizenz kann 6 Geräte managen. Das ist einfach der Punkt. Das heißt, wenn Sie ein kleines Netz haben mit 12 Access Points, kaufen Sie 2 Lizenzen. Wenn der Hotelier nach 3 Jahren sagt, naja, jetzt will ich aufrüsten, ich habe einen Neubau auf der anderen Straßenseite. Okay, Sie haben sowieso ein Glasfaser rüberliegen, überhaupt kein Thema. Können Sie entsprechende weitere Lizenzen hinzufügen, müssen keine neue Hardware kaufen und können entsprechend hochskalieren. Neue Access Point braucht man natürlich auch.
Okay. Plug and Play, das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie können einfach einen Access Point so aus der Schachtel nehmen, ohne besondere Vorkonfiguration. Die Konfiguration als solches, er muss ja wissen zum Beispiel, wo sein WLAN-Controller unter welcher IP-Adresse der erreichbar ist, das passiert über DHCP. Da gibt es eine Option, die unterstützen alle unsere BINTEC-Geräte, um den Access Points zu sagen, unter welcher IP-Adresse der WLAN-Controller verfügbar ist. Und natürlich, wenn man einen Linux-DHCP-Server hat, funktioniert das auch. Wir haben da also nichts Proprietäres gebaut, sondern das ist was Standardisiertes. Und Microsoft Server 2000XXX unterstützt das natürlich auch. Gibt es auch kleine Anleitungen dazu. Gerade dann, wenn man externe DHCP-Server in größeren oder mittelgroßen Netzen entsprechend einsetzt. Okay. Aber wie gesagt, per Default ist das zunächst einmal der Router, der hier DHCP spielt. Und dann ist die Konfiguration noch besonders einfach. Ja, da komme ich jetzt gerade schon auf die Installation. Wir haben bewusst es so gemacht, dass es auch für Leute, die keine WLAN-Profis sind, sehr einfach zu handhaben ist. Wir haben ja so ein bisschen mal geschaut, was machen denn die Consumer-Kollegen? Und die Consumer-Kollegen haben immer solche kleinen Assistenten, so kleine VSATs, die einfach durchgetackert werden mit mehreren Schritten. Und genauso haben wir das ein Stück weit nachempfunden hier und haben gesagt, naja, wir bauen einen VSAT in die GUI rein, in die grafische Benutzeroberfläche des Routers. Und da wird einfach mit 5 Schritten abgefragt, welche Parameter zu setzen sind. Und danach ist man im Prinzip auch schon fertig. In der letzten oder vorletzten Stufe wird dann erkannt, werden die Geräte dann alle angezeigt, die am LAN erkannt wurden. Und da kann ich dann das Häkchen setzen, jawohl, die möchte ich alle managen. Kann eventuell noch eine Beschreibung hinzufügen, aber das sehen wir später nochmal in dem Konfigurationsvideo der BIP. Weil auch bei der BIP ist das genauso realisiert wie bei einer R1202 zum Beispiel. Ja, Frequenzmanagement ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Die Geräte selber bei der Installation suchen sich selbst ihren optimalen Kanal. Also wir haben ein automatisches Frequenzmanagement integriert. Okay. Ja, hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt. Monitoring, Überwachung der Funktionalität ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ups. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass wir so ungefähr bis 2 Stunden rückwärts gucken können. Das heißt, wir haben ein Performance-Monitoring, wo man den Durchsatz sieht der letzten 2 Stunden auf grafisch dargestellt, wo man zum Beispiel sieht, wie viele Clients auf welchen Access Point connected waren, wie der Gesamtdurchsatz war, welche Clients connected waren, welchen Durchsatz diese Clients einzeln gemacht haben. Das geht also sehr tief, diese Analysemöglichkeiten. Hat dann den Vorteil, wenn es, wie gesagt, mal irgendwann Probleme im Netz gibt, dass man einfach mal rückwärts gucken kann, was war denn genau um diese Uhrzeit, wo diese Probleme gemeldet wurden. Wie gesagt, Speichertiefe ist dadurch begrenzt ein Stück weit auf 2 Stunden, ganz einfach, weil der Speicher der relativ kleinen, preisgünstigen Geräte natürlich nicht überproportional groß ist und wir wollten das auch nicht unendlich aufstocken. Okay. Sicherheitskonzept. Hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Was ist hier spezifisch an Sicherheit getan? Da kann man nochmal durch. Die Übertragung der Funkstrecke, das ist State of the Art, das ist WPA2 Enterprise natürlich, beziehungsweise WPA2 Pre-Shared Key, das ist diese Geschichte, dass ich da geben muss, wie der Sicherheitscode aussieht. Was wir nicht implementiert haben, für all die, die sich doch in der Vergangenheit, gerade im Voice-Bereich, machen das doch viele Kollegen mit Consumer-Geräten beschäftigt haben, da gibt es immer so ein nettes Feature, WPS heißt das. So einen Knopf werden sie bei uns vergebens finden. WPS hat sich herauskristallisiert, schon vor etwa 2 Jahren, dass das ein ganz großer Angriffsfaktor ist und dass man dadurch den Security-Code knacken kann. Und genau darauf haben wir eigentlich verzichtet. Hier ist also ein weggelassenes Feature eigentlich ein Feature, nämlich ein Sicherheitsfeature. WPS, wie gesagt, gibt es bei uns nicht, macht auch keinen richtigen Sinn für ein Netz mit mehr als einem Access Point. Bei einer BIP könnte man darüber streiten, ob es Sinn macht, aber auch da bin ich persönlich der Meinung, sollte man das lieber per Hand eintackern, den WPA-Key, auf seine 2 oder 3 Endgeräte, als dann mit dieser
doch nicht ganz sicheren Methode WPS das zu machen. Auch wenn es sehr praktisch ist. Es ist in der Tat sehr praktisch. Gerade dann, wenn man kleine Endgeräte hat, wie so ein Kindle oder so, wo es ziemlich bescheuert auf Deutsch gesagt ist, da den WPA-Key rein zu tickern, aber die Mühe sollte man sich machen. Okay, was verstehen wir hier unter Sicherheitskonzept? Wir haben zum Beispiel ein Hintergrundscanning. Das heißt, wir scannen im Hintergrund der Datenübertragung, immer dann, wenn der Access Point gerade mal nichts zu tun hat, und das ist doch relativ häufig der Fall, selbst wenn der unter Hochlast arbeitet, hat er immer noch irgendwo ein paar Millisekunden frei und Zeit, wo sich die CPU langweilt und das Radiomodul relativ langweilt. Wir nutzen diese Zeit aus, dynamisch, indem wir permanent alle Frequenzen des Geräts, das es unterstützt, abscannen. Nach Bedrohungen. Was können das für Bedrohungen sein? Das können ganz harmlose Sachen sein, die mich gar nicht so sehr stören als Access Point. Zum Beispiel ein Nachbarschafts-Access Point im Nebengebäude, der eine andere SSID hat, einfach vom Nachbar ein Gerät, was aber zufällig möglicherweise den gleichen Funkkanal benutzt. Wenn die Entfernung groß genug ist, wenn das Ding mit 80, 85 dB zu sehen ist, vollkommen harmlos, es wird minimal unsere Performance reduzieren, dieses Fremdgerät stört eigentlich nicht. Wenn es sehr nah ist, was ungewöhnlich ist, dann kann es durchaus stören und deswegen ist es auch wichtig, dass ich darüber informiert bin. Sie finden also, wenn man so will, immer eine aktuelle Liste, die ist wirklich minutenaktuell, in unseren Geräten, welche Nachbarschaftskanäle durch welche SSIDs belegt sind. Und dann kann ich unter Umständen sagen, naja, da gibt es eine Konkurrenzsituation und ich stoße einfach mal das automatische Frequenzmanagement nochmal neu an. Das geht nicht automatisch, absichtlich, weil sonst hätte man ja eine Unterbrechung im Netzwerk. Deswegen machen wir das nicht zyklisch, sondern das muss der Administrator, wenn er denn meint, das ist nötig, per Hand anstoßen. Ist also wie gesagt absichtlich. Ja, eine weitere Sache, die wir hier machen, wir scannen nach Access Points, die die gleiche SSID haben, aber nicht gemanagt werden. Was sind das für Access Points? Ja, in Neudeutsch bezeichnet man das mit Route Access Points. Übersetzt heißt das, diese Vokabel, böse Access Points. Ein böser Access Point ist einer, der einfach ja, meine Clients, meine Kunden des Access Points kapern möchte. Der möchte einfach, dass die sich mit dem Gerät verbinden und ihre Secrets möglicherweise eingeben. Oder der möchte zum Beispiel eine Man-in-the-Middle-Attacke fahren, um irgendwelche Passwörter oder Userverhalten oder Ähnliches herauszukriegen. Das sind solche Dinge. Und das sind wirklich echte Bedrohungen und da gibt es, wie gesagt, auch ein entsprechendes Alarming, wenn sowas passiert. Ja, das ist im Prinzip, da habe ich schon wieder hingeschrieben, WIDS ist das Schlagwort hier, heißt lang übersetzt Wireless Intrusion Detection System. Das ist im Prinzip wirklich die Bedrohung von diesen Route Access Points, von diesen boshaften Access Points, die möglicherweise in einem Nachbargebäude installiert sind, möglicherweise von einem Mitarbeiter unbedacht eingesetzt werden, aber mein Netz natürlich stören oder auch wirkliche Privatdetektive sind, die draußen im Auto sitzen. Okay, sind wir beim nächsten Thema, Wireless Intrusion Protection System. Naja, das erkennt nicht nur Probleme, sondern es beseitigt gleich die Probleme. Das ist ein aktiver Schutz, wenn man so will. Und zwar ein aktiver Schutz gegenüber Passwortattacken. Wir haben da so eine kleine dynamische Blacklist drin, die ist relativ unscheinbar, die sieht man eigentlich nicht. Da steht auch meistens nie was drin. Aber mit ein paar interessanten Tools, die es so am freien Markt gibt unter Linux, kann man Passwortattacken fahren. Und wir haben da was eingebaut, dass im Prinzip die MAC-Adressen der Clients immer mitgetrackt werden und wenn auffällige Clients sind, die doch eine sehr hohe Anzahl von Login-Versuchen machen, die nicht erfolgreich ist, dann ignorieren wir für eine gewisse Zeit die Login-Versuche von solchen derartigen Clients. Weil das ist in der Regel kein Mensch, der sich vertippt hat, sondern die Anzahl ist so groß, dass das ein Automat ist. Und deswegen, wie gesagt, Stichwort hier, boshafter Client, Route Client Detection und Protection an der Stelle. Wie gesagt, aber diese Blacklist ist, wie gesagt, dynamisch, da muss man sich gar nicht drum kümmern. Das funktioniert im Hintergrund automatisch, da merkt man gar nichts davon. Ja, bei all diesen
Geschichten gibt es natürlich ein Alarming. Das kennen Sie ja von unseren Bindeck-Produkten. Es gibt ja so eine E-Mail- und SNMP-Notification-Geschichte, dass man sich bei bestimmten Ereignissen im Gerät zum Beispiel informieren lassen kann. Da können Sie direkt den Eigentümer eintragen, da können Sie aber auch sich selber oder das Ihr Unternehmen eintragen. In dem Fall natürlich nur, wenn Sie einen Wartungsvertrag mit dem entsprechenden Kunden haben. Ansonsten würde ich vorschlagen, wenn Sie sowas aufsetzen, schreiben Sie einfach den Auftraggeber rein. Der meldet sich dann schon bei Ihnen und beauftragt Sie möglicherweise, da mal nachzuschauen, was da los ist. Mit diesem Alarming kann man auch solche Geschichten setzen, dass zum Beispiel, wenn ein Gerät ausfällt, Sie eine E-Mail oder ein SNMP-Thread kriegen. Also also lustige Sachen. Oder nützliche Sachen eigentlich. Lustig ist es nicht. Okay. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Generell Sicherheit, habe ich ja gesagt, ist ein wichtiger Punkt bei uns. Ein wichtiger weiterer Punkt ist getrennte Netze, klar. Über mehrfach SSIDs, also mehrere SSIDs, sodass ich über VLAN entsprechend trennen kann. Ja, das Background-Scanning, das hatte ich eben schon erwähnt. Und das VIPS und das E-Mail-Alerting habe ich natürlich auch schon erwähnt eben. Was hier unten noch fehlt, wie gesagt, Ausfall von Geräten, kann man sich auch entsprechend anzeigen und alarmieren lassen über E-Mails. Okay. Das ist auch so ein Punkt. Hatten wir eben in den einleitenden Worten, wo wir mal zusammengeschrieben haben, gleich auf der ersten Folie oder auf der zweiten war es, glaube ich. Gerade bei Unternehmensnetzen kann es sehr oft vorkommen, ich habe mal, naja, einmal im Monat gibt es sowas auch bei uns, wenn nämlich Channel-Meeting ist, die Kollegen vom Vertrieb sich mal einmal im Monat austauschen, dann ist das WLAN hier voll. Und da kann es durchaus bei einfachen Systemen Probleme geben, wenn 20, 30 Leute sich auf einen Access Point connecten oder auch vielleicht noch viel mehr Leute. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Funktionalitäten implementiert, die genau sowas eigentlich abfedern und abfangen und verhindern, dass ja, die Leute unzufrieden sind, keine Connectivity kriegen, dass der Abruf von E-Mails zu lang dauert oder man sich gar nicht mehr in das System einwählen kann. Genau solche Szenarien sind das. Ich würde mal kurz darauf eingehen, was das alles ist. Das Interessanteste ist eigentlich das aktive Bindeck Client Load Balancing. Ganz schweres Wort, was wir uns überlegt haben. Ja, was es macht, ist eigentlich was ganz Einfaches. Stellen Sie sich vor, ich habe einen Meetingraum, der für 100 Leute gedacht ist. Was baue ich dahin? Als vernünftiger IT-Fachmann mindestens 2 Access Points, vielleicht sogar 3. Jetzt ist es aber so, es kann leider passieren, dass sich die meisten Clients trotzdem gleich auf dem Access Point stürzen und connecten, der am Eingang ist. Und dann haben sie nahezu alle Clients auf den einen Access Point und die anderen Access Points langweilen sich. So, dieses Load Balancing macht eigentlich Folgendes. Wenn eine gewisse Schwelle erreicht ist von der Anzahl der Clients, dann weiß der weitere Versuche, wenn sich jemand verbinden möchte, von Clients ab und sagt, nö, ich habe jetzt keine Zeit, ich bin eigentlich schon voll. Da gibt es eine standardisierte Message dafür, ich bin busy. So ein Client ist schlau, der scannt ja im Hintergrund auch natürlich seine Umgebung und weiß, naja, da sind noch 2 weitere Access Points, die sind halt leider mit einem etwas schlechteren Pegel verfügbar, weil sie einfach ein bisschen weiter weg sind. Und der Client wird sich dann mit dem nächstbesten Access Point verbinden. Und so habe ich es eigentlich geschafft, dass ich jetzt einen Client woanders hingeschoben habe. Mit einer ganz simplen, standardisierten Methode. Okay. Naja, jetzt kann es aber sein, dass da nur ein Access Point ist. Was mache ich denn dann? Dann schicke ich den in die Wüste. Das möchte ich natürlich nicht. Oder dass er zum Beispiel am Rand der Ausleuchtzone ist und nur noch einen einzigen Access Point sieht. Könnte ja sein. In diesem Fall, wir merken uns, wenn wir einen abweisen mit Busy, merken wir uns einfach die MAC-Adresse von dem Client. Und wenn er nach kurzer Zeit wiederkommt, muss ich dazu sagen, das geht alles im Millisekundenbereich, das merkt der User gar nicht. Wenn der nach ein paar Millisekunden zurückkommt und versucht, sich nochmal anzumelden, weil er keinen besseren Access Point in Reichweite gefunden hat, dann akzeptieren wir diesen Connect-Versuch. Bis zu einer gewissen Maximalgrenze, die wir als Administrator einfach festlegen,
mehr Clients möchte ich auf dem Gerät nicht haben. Warum? Haben wir da eine Grenze eingeführt, beziehungsweise, die ist übrigens einstellbar natürlich, die steht per Default auf 32, der Wert ist eigentlich zu niedrig. Man kann da bei normalen Aktivitäten, wenn man nicht ausschließlich Videos machen will, sicherlich auf 50 erhöhen. Das überlassen wir aber, wie gesagt, dem Administrator von dem Netz. Warum macht man das? Wir möchten die Leute natürlich nicht in der Wüste schicken. Deswegen nehmen wir wieder rein. Und wir begrenzen aber trotzdem nach oben, weil irgendwann wird es halt für den Access Point, der schafft halt nicht mehr alle abzuarbeiten in einer vernünftigen Geschwindigkeit mit einem entsprechenden Durchsatz. Und deswegen, wie gesagt, begrenzen wir irgendwo, damit alle noch ein bisschen Spaß haben, praktisch. Und nicht alle, die bereits connected sind, mit keiner Performance mehr dastehen, indem die Webseiten sich einfach überhaupt nicht mehr öffnen, weil einfach viel zu viel Traffic ist. Deswegen, wie gesagt, gibt es da zwei Grenzen. Okay, ein zweites Szenario, das funktioniert so ähnlich. Bandsteering nennt sich das. Da geht es darum, ich habe ja oft Access Points, die zwei Frequenzen gleichzeitig unterstützen, nämlich 2,4 GHz und das 5 GHz Netz. Das 2,4 GHz Netz kommt üblicherweise mit besserem Pegel, obwohl die Sendeleistung nahezu identisch ist. Warum ist das so? Weil einfach die Freiluftdämpfung im 2,4 GHz Bereich deutlich niedriger ist als im 5 GHz Bereich. Also die tatsächlich physikalische Reichweite höher ist. Deswegen connecten sich die in Anführungsstrichen dummen Clients. Samsung hat es inzwischen reingebaut, dass sie auch aufs 5 GHz Netz präferieren, aber bei den anderen ist das teilweise noch nicht der Fall. Deswegen gibt es hier ein Verfahren, wie gesagt, dass ich auch hier Connect versuche auf 2,4 GHz entsprechend erstmal abwehren kann und warten kann, einfach ein paar Millisekunden warten kann als Client, als Access Point und dann im 5 GHz natürlich den Connection-Versuch annehme. So schaffe ich es, dass also eine Vielzahl von Clients sich nicht mit dem 2,4er-Netz verbinden, sondern mit dem deutlich leistungsfähigeren 5 GHz-Netz. Airtime Fairness ist so ein Verfahren, was einfach dafür sorgt, dass dieses Shared Medium gerecht aufgeteilt wird. Warum macht man das? Naja, wenn Sie so einen Uralt-Client haben, der vielleicht bloß 54 Megabit kann und der dann vielleicht noch am Ende des Raumes irgendwo steht, hat man natürlich möglicherweise das Problem, dass der im Normalfall die anderen Clients entsprechend runterdrückt. Deswegen gibt es, wie gesagt, Airtime Fairness. Das Wort erklärt es eigentlich schon, das ist eine gerechte Aufteilung der Übertragungszeit, die wir zur Verfügung haben, auf alle Clients. Damit bevorzuge ich natürlich ein Stück weit Clients, die schnell genug sind, die moderne Standards verwenden und nah genug dran sind. Darüber hinaus möchte ich ja auch nicht, dass ein Client, der sowieso kaum Durchsatz erzielt, weil er einfach so weit weg ist, den möchte ich eigentlich aus meinem Netz raushaben, den möchte ich rauskicken. Es gibt dann noch ein zweites Verfahren, was man machen kann. Man kann einfach mal die Modulationsstufen G und B ausschalten. Damit bremst man solche Uralt-Clients, solche Clients, die weit weg sind, wo dann die Modulation automatisch runtergeht, bremst man auch entsprechend aus, sodass man wirklich ein sauberes Netz hat und nur mit Clients zusammenarbeitet, die auch entsprechende Performance bringen. Das hat, wie gesagt, generell den Vorteil, dass der Gesamtdurchsatz des gesamten Netzes einfach ansteigt, weil die mir einfach nicht meine Zeit stehlen. Okay, Performance-Monitoring hatte ich eben schon mal erläutert. Das ist also, wie gesagt, so ein historisches Monitoring, wo man im Nachgang gucken kann, was war denn einfach in den letzten 2 Stunden los. Okay, Fazit eigentlich an der Stelle, was uns da an der Stelle wichtig ist, und auch für kleine Netze ist das ein wichtiger Punkt, dass wir eine gute Performance haben wollen für möglichst viele Teilnehmer. Das ist eigentlich das Entscheidende. Okay, dann würde ich Ihnen ganz gerne, das ist später wichtig, wenn wir uns über die BIP und die möglichen Erweiterungen der BIP unterhalten, ein wichtiges Thema. Ich würde Ihnen ganz kurzen, wirklich nur ganz kurzen, ich möchte Sie an der Stelle nicht langweilen, Abriss über unsere Access Points geben. Was gibt es da für Modelle? Wo unterscheiden die sich im Wesentlichen und für welchen Einsatzzweck habe ich denn das richtige Gerät? Ich beschränke mich ein Stück weit hier heute auf Access Points für Büroumgebungen. Ganz einfach da deswegen, weil die Outdoor-Geräte, denke ich mal, ist eher ein Spezialthema, was vielleicht gar nicht so sehr im Fokus liegt.
Ja, betrachten wir mal zunächst die beiden linken Geräte. Die sind nahezu identisch, haben auch nahezu die gleiche Performance. W1001 und W1003N, die unterscheiden sich ein Stück weit durch die Bauform, durch die Zulassungen und Ähnliches. CE haben sie natürlich alle, aber der 1003 hat zum Beispiel als Benefit eine Medizinzulassung, die das deutlich preisgünstige Gerät wie 1001N nicht hat. Beide Geräte charakterisieren sich dadurch, dass sie lediglich ein Radiomodul haben. Das kann entweder in 2,4 GHz arbeiten oder in 5 GHz. 5 GHz macht meistens keinen Sinn, weil ich üblicherweise, wenn ich 5 GHz unterstütze, ein Dual-Radio-Gerät verwende, wie den 2003 oder den 2003 AC, um eben 2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig zu unterstützen. Logisch, das brauche ich deswegen, weil es sind immer noch genügend einfache, preisgünstige Endgeräte unterwegs, die lediglich 2,4 GHz können, und die will ich natürlich auch entsprechend bedienen können. Okay, das wie gesagt zu den beiden. Einstiegspreis vielleicht, Listenpreis, also nicht der Preis, den Sie beim Distributor bezahlen als Fachhändler, ist für den W1001N 249 Euro. Entsprechend dann natürlich Ihre Rabattstaffeln gehen dann noch runter. Ja, in der Mitte der W2003N, den werden wir jetzt zur Mitte des Jahres auslaufen lassen, weil er wird 1:1 ersetzt durch das relativ neue Gerät W2003AC. Beide Geräte gibt es mit externen Antennen und integrierten Antennen. Es gibt also zwei Ausführungen, zwei Artikelnummern an der Stelle. Der 2003N hat zweimal 300 Megabit, einmal im 5 GHz Bereich und einmal im 2,4er Bereich. 11N Standard. Der AC hat den brandneuen AC Standard. AC haben Sie vielleicht mit Sicherheit schon gehört, es geht ja dauernd rauf und runter in der Presse, ist eigentlich ein neuer 5 GHz Standard, der deutlich bessere Performance bringt. Ja, auch ein Stück weit in der Presse breit gedreht als Gigabit Standard. Aber das schauen wir später nochmal genauer ein bisschen unter den Deckel, was denn hinter diesem Gigabit Standard eigentlich sich versteckt und ob das wirklich Gigabit ist in allen Fällen. Okay. Ja, da habe ich es vielleicht nochmal ganz kurz. Der 1001, klar, ist ein wichtiges, das Gerät ist managebar. Trotz des Preises, des relativ günstigen Preises, ist ein voll managebares Gerät, sowohl über den WLAN-Controller, Sie können Standalone machen, und es gibt auch noch weitere Sachen. Da habe ich aber später noch eine kleine Folie dazu. Okay, Funkmodule, ein Stück, entweder auf 2,4 oder auf 5. In vielen Installationen macht es vollkommen, da hat man nicht so viele Kunden, vielleicht in kleineren Hotels. Da sagt der Hotelier, ich möchte lieber was Preisgünstiges, aber was trotzdem was Professionelles. Und auch diese ganzen Background-Geschichten, das wird vom 1001 genauso unterstützt wie von den großen Geräten. Da gibt es also keine Abstriche. Wir haben wirklich die gleichen Funktionalitäten. Solche Sachen wie Bandsteering, die gehen leider dort natürlich nicht, logisch, weil ich ja nur ein Frequenzband unterstütze. Aber das Load-Balancing zum Beispiel oder das Airtime Fairness, das ist natürlich dort genauso verfügbar wie bei den anderen Geräten auch. Gut. Jetzt komme ich zu dem AC-Gerät. Presse sagt, wie gesagt, Gigabit-Standard. Wir haben hier, wenn Sie es in der zweiten Zeile schon gelesen haben, nur 867 Megabit. Warum? Hat eine ganze Reihe von Gründen. A, ist der Strom. Nicht, dass Strom teuer wäre. Der ist auch teuer, das stimmt. Uns war ganz wichtig, bei dem Design zwei Sachen zu erfüllen. A, den optimalen Match zwischen den aktuellen Produkten und Endgeräten, die es am Markt gibt, und den optimalen Match zu der Infrastruktur, die man üblicherweise in Unternehmen vorfindet. Und die meisten und viele, viele unserer Kunden wollen migrieren, das heißt, sie wollen umstellen von 11N auf AC, und die haben absolut keine Lust, neue Switche zu kaufen. Deswegen haben wir hier gesagt, weniger ist mehr. Wir reduzieren das von 3x3 oder 4x4 MIMO. Muss man dazu sagen, dieses MIMO bedeutet immer ein Stück weit die Performance, weil das ist die Anzahl der Sendestreams. Die erste Zahl zeigt immer an, wie viele Sendestreams ich habe. Die zweite Zahl hinter dem X sagt immer, wie viele Empfangskanäle ich habe. Und entsprechend kann man ja,
die Durchsatzrate multiplizieren, ein Stück weit. Ja, Fakt ist, dass eigentlich alle mir bekannten Smartphones und Tablets und auch Notebooks üblicherweise 2x2 haben, maximal. Ein iPhone 6 zum Beispiel, also Smartphone, hat sogar nur AC zwar, aber nur 1x1. Ganz einfach, da ist einfach kein Platz drin in dem Ding für eine zweite Antenne. Inzwischen werden die Smartphones wieder größer und es gibt inzwischen von Samsung auch Geräte, die schon 2x2 können. Aber das sind ja auch schon halbe Tablets. Tablets, die besseren zumindest, haben 2x2 MIMO. Ich habe zu Hause noch eins, das hat 1x1, aber das war auch ein Low-Budget-Gerät. Ein Apple Pro macht AC mit 2x2. Notebooks zum Beispiel, ich habe ein brandneues Asus Notebook auf dem Tisch. Das hat AC, aber auch nur mit 2x2. Ich kenne am Markt genau ein Gerät, was 3x3 kann. Das sind die ganz teuren High-End Apple Airbooks. Da gibt es ein Modell, was 3x3 hat. Und deswegen macht es Stand heute noch keinen richtigen Sinn. Jetzt werden vielleicht der eine oder andere, der ein bisschen genauer die Presse verfolgt und sich mit WLAN schon besser auskennt, sagen, naja, da gibt es aber dieses Multiple-User-MIMO. Naja, das gibt es aber noch nicht bei den Endgeräten. Und deswegen macht es auch keinen richtigen Sinn, ein 3x3 oder 4x4 Gerät jetzt zu installieren und zu kaufen. Außer wenn man sagt, okay, Zukunftssicherheit. Aber da habe ich den Nachteil, diese Geräte, sehen wir später noch, verbrauchen einen Haufen Strom und ich muss doch einiges an Gerätschaften bereitstellen, um die vernünftig betreiben zu können. Ansonsten sind die Geräte sehr intelligent und schalten einfach zurück. Und dann kann ich mir gleich ein preisgünstigeres Gerät kaufen. Das war auch ein wichtiger Punkt für uns, Preispunkt. Das Gerät kostet gerade 10 Euro mehr als der Vorgänger, der 2003N. Das war also ein wichtiger Punkt, ein Gerät deutlich unter 400 Euro zu platzieren. Listenpreis. 500 Euro, Entschuldigung. Ja, vielleicht nochmal kurz darauf zurückzukommen. Ich habe es teilweise jetzt schon erwähnt. Was denn dieser AC-Standard eigentlich im Detail darstellt. Ist es wirklich ein 1:1 Upgrade oder Update des aktuellen oder bisherigen 11N-Standards? Es ist aufgrund der hohen Kanalbandbreite, die ich benötige, nur im 5 GHz-Bereich nutzbar. Das heißt, ein Endgerät mit nur einem Radio und AC macht überhaupt keinen Sinn, weil man wird sicherlich immer beide Frequenzbänder versorgen wollen. Ja, Bandbreitenbedarf. Im 2,4er-Bereich habe ich üblicherweise 20 MHz Bandbreite. Im 5 GHz-Bereich kann ich mit 11N 40 MHz Bandbreite nutzen. Und AC braucht hier richtig Bandbreite, nämlich 80 MHz. Man hat im Gegenzug natürlich entsprechende Performance-Steigerungen. Wir sehen es hier unten. Bei einer 2x2 MIMO steigen wir von 300 Megabit auf 867 Megabit. Bei 3x3, haben wir ja eben gesehen, gibt es kaum Endgeräte dafür, habe ich sogar theoretische 1,3 Gigabit. Da laufe ich ja gleich wieder in die nächste Falle rein, weil mein Gigabit Ethernet hat nur Gigabit und nicht 5 Gigabit. Da müsste ich dann mit zwei Kabeln hingehen, bräuchte einen ganz komplizierten Switch, der so ein Bonding kann, oder auf die neuen Standards, die es auch noch nicht so richtig gibt. Also ist alles so eine Sache, da wirklich mit höheren Bandbreiten zu arbeiten, als das, was denn über das Kabel letztendlich weggeht. Ja, prinzipiell natürlich, klar, logisch, ich kann deutlich mehr Teilnehmer natürlich Access Points bedienen. Und das ist, denke ich mal, für Netze mit ganz vielen Leuten wird das sicherlich ein Thema werden. Okay, das nur als kleinen Abriss an der Stelle. Ja, jetzt bin ich bei den Strom. Das ist so ein Lieblingsthema von mir und nicht nur von mir, denke ich mal. Ich hatte ja gesagt, wir haben uns absichtlich unter diese Schwelle von 12,4 Watt gelegt und haben deswegen auch billigend in Kauf genommen, dass es dann paar Performance-Einschränkungen gibt, die aber tatsächlich in der Realität kaum eine Rolle spielen. Wenn ich habe jetzt mal ein namhaftes Gerät eines amerikanischen Mitbewerbers genommen, 4x4, das Gerät verbraucht schlappe 21 Watt. Das heißt, neue Switches sind fällig oder ein Elektriker, der eine Steckdose dahin legt zu dem Gerät und damit Steckernetzteil versorgt. Das ist beides nicht ganz lustig. Unser AC, unser 2003 AC, der braucht so um die 11, 11,5 Watt herum. Und der W1001 mit einem Radio, der liegt so bei etwa 6 Watt. Wenn ich das jetzt mal gegenrechne, jetzt bin ich wieder der Pfennigfuchser,
unter den Ingenieuren und sagt, naja, so ein 4x4 Access Point verbraucht tatsächlich, ich habe es nachgerechnet, ich habe es selber kaum glauben können, pro Jahr 25 Euro mehr Strom bei 30 Cent pro Kilowattstunde, was, denke ich mal, so in etwa realistisch ist. Ohne Mehrwertsteuer ist es ein bisschen weniger. Bei 10 Access Points sind das 250 Euro. Das ist schon mal eine ganze Menge Holz, da kann ich schon fast mit der Belegschaft essen gehen. Ne? Okay, ich habe mal so eine kleine Checkliste aufgestellt, was man denn mal alles abchecken sollte, wenn man einen Kunden hat, der sagt, ich möchte jetzt auf AC migrieren. Klar, das Erste ist, ich muss natürlich einen oder alle Access Points entsprechend austauschen gegen AC-Geräte. Ich kann das auch teilweise machen, weil das Ganze ist vorwärts- und rückwärtskompatibel. Ja, brauche ich eine neue Funkausleuchtung? Vielleicht. Ich habe hier geschrieben, ist nicht nötig. Es ist nämlich dann nicht nötig, wenn ich sage, okay, ich habe sowieso auf 5 GHz ausgeleuchtet. Weil AC verhält sich genauso wie das N bei 5 GHz. Die Ausbreitung ist genau die gleiche. Wir haben auch, und das ist das Schöne dran, wenn Sie ein 2003N schon drin hatten in Ihrem Netz, wir haben die gleichen Antennen drin. Das heißt, auch die Funkmodule haben in etwa die gleiche Sendeleistung. Das heißt, die Reichweite wird unter normalen, realistischen Umgebungen nahezu gleich sein. Das ist also das Schöne dran. Ich muss hier eigentlich nichts machen. Wenn ich nur auf 2,4 GHz geleuchtet habe, dann sollte man eine neue machen, wenn man wirklich das 5 GHz Netz, das AC-Netz, wirklich flächendeckend haben will. Wenn der Betreiber sagt, ist mir wurscht, Hauptsache ich habe überhaupt eine Connectivity, dann kann man das auch so lassen, dann muss man aber billigend in Kauf nehmen, dass er vielleicht irgendwo auf dem Gang oder so oder in irgendwelchen Ecken keine richtige 5 GHz Coverage hat. Ich habe das zum Beispiel zu Hause, im Wohnzimmer habe ich kein AC. Nur im Arbeitszimmer und im zweiten Stock, weil einfach das 5 GHz Netz nicht weit genug reicht. Ich nehme das aber billigend in Kauf, weil ich keine Lust habe, Kabel zu legen. Okay. Und Repeater kommen mir nicht ins Haus. Gut. WLAN-Controller muss ich da aufrüsten. Wenn Sie im Windeck WLAN-Controller verbaut haben, müssen Sie eigentlich nur die Software aktualisieren. Softwareaktualisierung ist kostenlos bei uns, wissen Sie. Der unterstützt dann den AC. Wenn Sie die Software einfach drin lassen, ist auch nicht schlimm, dann erkennt er den AC zwar, auch unter dem richtigen Produktnamen, aber die AC-Parameter kann man halt nicht setzen. Das ist alles. Ja, Switche. Wenn Sie noch alte Fast-Ethernet haben, dann müssten Sie upgraden, bitte schön, auf 1 Gigabit. Das ist dann endlich mal Zeit. Aber 1 Gigabit-Switch, denke ich mal, ist wahrscheinlich State of the Art und können Sie so 1:1 weiterverwenden. Und die Power-over-Ethernet-Geschichte hatte ich ja schon erwähnt. Auch da ist kein Update nötig. Okay, jetzt käme ich zu der Fragerunde. Weil jetzt kämen wir auf das Thema BIP und WLAN. Was es denn da alle für spannende Einsatzszenarien gibt. Heidi, hast du Fragen oder kann ich was trinken und einfach weitermachen? Ja, wir haben eine Frage, die bezieht sich aber eher auf mich. Und zwar wurde gefragt, ob das Webinar danach als Video verfügbar ist, beziehungsweise deine Präsentation als PDF. Ja, das kann ich ja nochmal eben sagen. Das hatte ich jetzt am Anfang schon gesagt, also das wird auch aufgezeichnet, unser heutiges Webinar. Und steht dann auch relativ zeitnah bei unserem YouTube-Channel zur Verfügung. Und die Präsentation werde ich dann auch als PDF verteilen. Mhm. Ansonsten ist aber nichts weiter an Fragen aufgekommen. Also okay. Kannst du vielleicht einen Moment laufen und dann... Wir machen einfach weiter, ist kein Problem. Ich meine, wie gesagt, habe ich Sie entweder alle verwirrt oder vollkommen überzeugt oder Sie kennen das eh schon alles. Ich gehe mal von Letzteren aus. Deswegen starten wir gleich weiter und jetzt kommen wir eigentlich zu den spannenden Themen. Was macht denn die BIP? Okay, da ist erstmal ein WLAN integriert, das ist schon mal gut. Da ist im Prinzip, wenn man so will, ein W1001N eingebaut. Also ein Dual-Band-Funkmodul, aber nur eins aus Kostengründen und Platzgründen. Mit MIMO 2x2, macht maximal 300 Megabit auf 5 GHz oder auf 2,4 GHz. Wir haben externe Antennen. Für die, die es nicht wissen, es gibt inzwischen auch abgesetzte Antennen mit so einem 1,50 Meter Kabel und so einem kleinen Magnetfuß kann man irgendwo hinmachen, wenn Sie das Gerät irgendwie an einer ungeeigneten Stelle installiert haben. Wir können mehrere SCDs ausstrahlen, klar,
Ich habe jetzt hier nur eine dargestellt. Wir haben nahezu, oder wir haben eine ganze Reihe von Sicherheitsfunktionen drin. Wir haben Multi-SSIDs bis zu 16 Netze. Macht aber keinen richtigen Sinn, weil die Performance dann ziemlich in den Keller geht. Wir können WPA2 Pre-Shared Keys fahren. Wir können WPA2 Enterprise fahren. Ein WPS-Button, also zum Administrieren von Endgeräten über den Knopf, haben wir nicht, aus Sicherheitsgründen, absichtlich. Und das war auch ein Thema. Das Gerät ist ja, wenn man so will, ein Schwestergerät von dem Telekom-Produkt. Das war sogar eine Anforderung der Deutschen Telekom, dass so ein Kram da nicht reinwandert. Weil das gehört definitiv in Consumer-Produkte rein und nicht in Enterprise-Geräte. Weil einfach dann Security-Lag besteht, in der Spezifikation bereits. Okay, und das Schöne dran ist, das ist wirklich extrem easy zu installieren. Da braucht man wirklich so gut wie keine Sachkenntnis dazu. Es gibt einen kleinen Assistenten. Ich habe später paar Videos. Der Assistent ist so langweilig, den zeige ich Ihnen nicht. Ich gehe dann auf die interessanteren Sachen zu, die vielleicht nicht ganz so selbsterklärend sind wie dieser Assistent. Okay, kommen wir mal ein Stück weit weiter. Da ist ja auch noch ein WLAN-Controller drin. Das hatten wir ja eben schon mal kurz erwähnt. Nicht nur, dass da ein Access Point integriert ist, es ist ein WLAN-Controller drin, der maximal 4 Access Points managen kann, inklusive den eigenen. Das kann man erweitern mit so einer Superlizenz auf maximal 6 Access Points. Dann ist aber leider Schluss. Das ist deswegen Schluss, weil da kommt langsam der kleine Prozessor da drin ins Schwitzen. Der muss ja eine ganze Menge machen. Ne? Die ganzen VPNs und Voice und Telefonieren wollen sie auch noch. Und Telefonieren, denke ich mal, ist hier das Hauptmerkmal dieses Geräts. Gut, da steht jetzt in der zweiten Zeile was. Anschluss über WLAN. Wer macht denn das? Wer setzt den Repeater bei Ihnen ein? Ich hoffe nicht so viele. By the way, da stand gestern ein sehr interessanter Artikel über Heise. Die haben nämlich mal Repeater getestet mit grottenhaft schlechtem Ergebnis. Warum? Weil ein Repeater, zumindest ein normaler, es gibt inzwischen ein paar bessere, aber normaler Repeater schert eigentlich ja die Übertragungszeit. Der sendet auf, der wartet, bis das Paket ankommt und dann sendet das auf dem gleichen Funkmodul, auf dem gleichen Kanal wieder erneut aus. Das hört sich erstmal ganz plausibel und sinnvoll an, bedeutet aber, dass der Durchsatz mindestens um die Hälfte runtergeht. Und wenn das Gerät ein bisschen weiter weg ist und wenn man eine Reichweite verlängern will, mehr oder weniger, dann wird man diesen Repeater sicherlich ein bisschen weiter entfernt aufstellen. Und dann geht der Durchsatz noch mehr runter. Es kann Ihnen ja so passieren, dass Sie von Ihrer DSL-Leitung, die 16 Megabit hat, zum Schluss noch ein halbes Megabit übrig haben. Und das macht dann überhaupt keinen Spaß mehr. Das bedeutet auch oft, dass es zu Abbrüchen kommt und Ähnliches. Also Repeater sollte man wirklich nur im allernötigsten Notfall einsetzen. Generell verbindet man weitere Access Points immer über eine strukturierte Verkabelung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Außer Sie haben viel Spaß am Autofahren, dann können Sie es natürlich machen. Dann müssen Sie vielleicht mal einmal die Woche zu Ihrem Kunden hinfahren oder den Kunden mal trainieren, dass er eventuell ein aufgehangenes Gerät mal wieder resettet. Ich hatte schon mal solche Installationen, die wir dann durch WinDeck-Technik ersetzt haben, über eine strukturierte Verkabelung. Da gab es ganz witzige Sachen. Und das waren sogar Hotels, und sogar von einem, ist aber leider von einem Elektriker gemacht worden, der sich im Detail eben nicht auskannte, sondern einfach auf diesen Slogan, verlängern Sie Ihre Funkreichweite durch so einen einfachen, preisgünstigen Repeater, hat in die Irre führen lassen. Okay. Der integrierte Access Point hat natürlich nur ein Funkmodul und wird wahrscheinlich meistens über 2,4 GHz betrieben. Hier habe ich die Möglichkeit, und das machen wir jetzt gleich mal, hier habe ich natürlich die Möglichkeit, weitere Access Points über Kabel hinzuzufügen, klar. Und ich kann auch zwei Radiogeräte, wie den 2003N zum Beispiel, hinzufügen. Oder ich kann auf AC migrieren. Wenn ich jetzt sage, so eine BIP mit 11N, da sagt der Kunde, so ein alter Kram kommt mir nicht ins Haus, weil die liest sehr oft Heise oder die CT oder sonst irgendwelche Magazine und sieht natürlich schon seit einiger Zeit überall die AC-Werbung bzw. die Fachartikel. Und so ein ambitionierter Kunde wird sicherlich sagen, na Leute, ihr könnt mir alles ins Netz stellen, aber keinen alten 11N-Standard.
Warum haben wir in der BIP keine AC reingebaut? Gute Frage. Ich beantworte sie gleich. Naja, da ist ja nur ein Radio drin. Und wir haben ja eben gelernt, auf 2,4 GHz macht es keinen richtigen, wenn ich nur ein Radio habe, werde ich das in der Regel mit 2,4 betreiben. Auf 2,4 kann ich ja keine AC machen. Wenn ich jetzt ein Radio reinmache, was dann nur auf 5 GHz geht und dann AC unterstützt, das bringt mir ja nichts, weil, wie gesagt, es gibt immer noch 40-50% der Endgeräte, die keine 5 GHz unterstützen. Die würde ich alle aussperren. Was Sie machen können, wenn Sie migrieren wollen, unbedingt nach AC, schalten Sie den integrierten Access Point aus und ergänzen Sie entsprechend mit 2003 AC-Geräten. Dann können Sie auch eine BIP mit AC betreiben. Stand heute, die Software unterstützt es noch nicht, aber ich habe mal meinem Kollegen gegenüber über die Schulter geguckt, den Michael Bindner, der ja der Produktmanager für die BIP ist. Der nächste Softwarestand unterstützt AC und hat sogar noch eine etwas schickere GUI, aber das ist, denke ich, mal ein anderes Thema. Okay, ich habe natürlich auch hier beim WLAN-Controller eine einfache zentrale Konfiguration. Ich habe den Assistenten, von dem ich eben gesprochen habe. Ich habe das ganze E-Mail-Alerting-Szenario, sodass ich die Geräte überwachen kann. Ich habe ein Hintergrundscanning, um Bedrohungen zu erkennen. Ich habe das Monitoring. All das, was ich bei einem ausgewachsenen WLAN-Controller auch habe. Nur eben in so einer kleinen, preisgünstigen Box. Okay. Der WLAN-Controller. Genau. Jetzt komme ich zu so einem kleinen Anwendungsvideo. Das muss ich jetzt nur starten. Da wird also mal der WLAN-Controller in Betrieb genommen. Wir sehen hier eine normale BIP-Plus-Oberfläche. Haben uns als Benutzer natürlich angemeldet oben, wenn ich jetzt das Video starte. Es läuft ein bisschen langsam, absichtlich, weil ich immer so lange rede und so langsam rede und so viele Details nebenbei erzähle. Ja, also wie gesagt, das ist die Startoberfläche. Wir sehen hier auf der linken Seite, okay, jetzt Benutzer sind wir drin. Gibt da Vollzugriff, Expertenzugriff. Aber hier brauchen wir zunächst mal nur den Benutzer, das reicht vollkommen. Das ist die vereinfachte Ansicht. Und da gibt es da den Reiter Wireless LAN Controller und da gibt es nur den VSAT. Den starte ich jetzt mal, den VSAT. Naja, und er fragt ein paar ganz banale Dinger, wo wohne ich? Das werden Sie wissen. Deutschland, denke ich mal. Costa Rica, denke ich nicht. Das ist aus unseren WLAN-Geräten übernommen, deswegen gibt es diese ganzen Ländergeschichten. Es gibt weitere Sachen. Welche Schnittstelle? Das ist normal die Bridge BA0. Da braucht man auch nichts anderes einstellen. Sollte man auch nicht so richtig. Dann kommt diese DHCP-Geschichte. Wenn Sie externen DHCP-Server haben, dann müssen Sie darauf achten, Zusatzdokumentation lesen, da gibt es diese FAP-Optionen, die wir dort nutzen, das ist Standard der Technik, das unterstützt auch Microsoft Server 2000 XXX oder, und das sollte der Default sein, das stellen wir auch gleich drauf um, dauert jetzt ein Momentchen, der interne DHCP-Server wird normalerweise benutzt und damit geht es auch am simpelsten und am leichtesten. IP-Range, das ist die vorgegebene über die Assistenten, das lasse ich so. Ja, wichtig ist, dass Sie Ihre Access Points erst dann verbinden oder jetzt zu dem Zeitpunkt zurücksetzen, dass Sie sich die neue DHCP-Adresse holen, wenn der DHCP-Server noch nicht aktiv war. Ansonsten kriegen die Geräte leider keine DHCP-Adresse und Sie kriegen auch keine Zusatzinformationen, wo Ihr WLAN-Controller ist. Das heißt, Sie müssten hier einmal den Stecker ziehen bei Ihrem Power-over-Ethernet-Switch und die Geräte entsprechend in Betrieb nehmen. Gut, hier gibt es die Möglichkeit zu sagen, auf welcher Frequenz sollen die Geräte arbeiten. Wir hatten ja eben das Schicke, dass wir Dual-Radio-Geräte, also 2003er-Geräte, AC oder auch N-Geräte verwendet haben. Deswegen sollten wir da oben das Häkchen setzen, dass wir zwei unabhängige Funkmodule verwenden. Und wenn wir das jetzt gleich machen, dann werden wir sehen, dass diese Auswahl für das Funkmodul zweimal kommt und schon richtig vorbesetzt ist, nämlich für das erste Radiomodul 2,4 GHz und für das zweite Funkmodul 5 GHz. Diese Profile sind schon vordefiniert, da muss man nichts dran tun. Das sind solche Sachen wie Sendepegel und solche Geschichten, solche Details. Da wollen wir Sie mit dem VSAT gar nicht langweilen. Ja, hier sind wir schon bei der Einrichtung der SSIDs, der drahtlosen Netzwerke.
Leider haben wir da ein paar verschiedene Beschreibungen dazu, die sich inzwischen eingeschlichen haben. Es wird nämlich gelegentlich auch mit VSSS bezeichnet. Ist aber eigentlich genau das Gleiche. Rechts gibt es immer so eine kleine Beschreibung, die ist auch ganz nett. Wenn man sich nicht zurecht, kann man wenigstens die wichtigsten Begriffe mal nachlesen. Okay, wir vergeben jetzt hier einfach mal einen Netzwerknamen natürlich, einen vernünftigen. Security Mode sollten wir unbedingt wählen. WPA PSCAM machen wir hier. Wir könnten aber auch Enterprise wählen. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich. Genau, WPA 2. Ein Preset Key müsste ich eintragen. Da steht per Default einer drin. Den kennt aber keiner. Also tragen wir einen komplizierten an. Mindestens 8 Ziffern. Bitte möglichst mehr. So ab 16 wird es dann wirklich sicher. Und bei Sonderzeichen soll man auch einmachen oder ähnliches. Okay, der VLAN können wir aktivieren. Müssen wir aber nicht unbedingt. Gucken wir mal, was ich dann noch mache. Habe eine kleine Pause eingefügt. Okay. Ja, das ist immer der Nachteil von solchen Videos, die man sich dann einmal erstellt. Weil sowas will man natürlich nicht on fly machen im Lifetime-Betrieb. Dann vertippt man sich dreimal und ich kann eben schwierig reden und gleichzeitig konfigurieren. Deswegen arbeite ich üblicherweise mit solchen Videos. Und manchmal habe ich da etwas zu lange Pausen drin. Von daher, wie gesagt, muss ich das immer so ein bisschen überspielen, irgendwelche Anekdoten aus der Jugend erzählen. Das mache ich auch fast immer. Aber ich glaube, jetzt sind wir schon fast fertig. Genau, jetzt haben wir noch diese Enterprise-Geschichte. Den Radioserver, der ist natürlich extern. Da müsste ich jetzt die IP-Adresse und das Passwort vergeben. Das könnte zum Beispiel ein Microsoft 2000 XXX-Server sein, der diese WPA Enterprise-Geschichte, den Radioserver im Prinzip bereitstellt. Können Sie natürlich auch mit Linux machen, das ist im Prinzip egal. Okay, jetzt haben wir im Prinzip schon die erste SSID vergeben. Wenn ich jetzt Lust habe, könnte ich nochmal eine machen. Mache ich jetzt auch. Oder ich gehe auf Weiter. Nee, ich füge eine hinzu. Okay, jetzt habe ich mir entschlossen, ein Gästenetz einzurichten. Wie nenne ich das? Gästenetz. Bitte keine Umlauten, da haben die Asiaten immer Schwierigkeiten mit. Da könnte ich jetzt ein WPA vergeben, zum Beispiel. Wenn ich einen Hotspot mache, könnte ich es auch offen lassen, aber nur dann. Ansonsten bitte ein WPA vergeben und ganz wichtig, eine VLAN-ID, damit ich das später an meinem Switch wieder auseinanderdröseln kann und diesen Traffic entsprechend richten kann, irgendwohin, dass er direkt rausgeht, zum Beispiel. Da gibt es mit der neuen GUI, die demnächst kommt, wie gesagt, auch noch ein paar Vorteile. Ja, jetzt sind wir schon fast beim letzten Schritt. Jetzt werden im Prinzip zwei Geräte erkannt. Die BIP, das ist mein integrierter Access Point, und eine W2004. Das Ding ist End of Life, beziehungsweise wird er gerade abverkauft. Das ist ein 3x3 11N-Gerät. Das verkaufen wir gerade ab. Wenn Sie noch welche haben wollen, sind noch ein paar Stück da. Das war der Promotion-Teil. Okay, wir sehen eine ganze Reihe von Informationen hier. Die IP-Adresse, die entsprechend vergeben ist. Die drahtlosen Netzwerke, die zugeordnet worden sind. Der interne, sehen wir, hat natürlich nur 2,4. Status ist gefunden. Kanal haben die Geräte noch keinen. Ich könnte jetzt reingehen, könnte noch an der Konfiguration was ändern. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Jetzt war ich wieder zu schnell. Ich habe einfach mal die Konfiguration gestartet. Für alle Geräte, die habe ich vorher kurz angeklickt. Was man hätte vergeben können, wäre der Standort da vorne gewesen. Das ist ganz hilfreich. Und jetzt sehen wir langsam, was das System denn tut. Es tut sehr langsam, weil es immer sehr sorgfältig die Funkkanäle ausrechnet und ausprobiert. Und wir sehen schon, das erste Gerät ist schon gemanagt auf Kanal 11. Das zweite Gerät auf Kanal 6. Und das zweieinhalbste Gerät, wenn man so will, nämlich das 5 GHz Netz bei einem 2004, was ein Dual-Radio-Gerät ist, hat sich den Kanal 36 gegriffen. Ganz wichtiger Punkt ist, hier sollten Sie speichern. Ansonsten ist der Kram, den Sie da gerade eingerichtet haben, beim nächsten Booten wieder weg. Ja, und dann sind Sie eigentlich auch schon fertig. Jetzt können Sie ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Und ich bin wieder in der Ausgangssituation. Das war es eigentlich an der Stelle. Ich habe aber noch eins. Okay, das WLAN-Feintuning. Was gibt es denn da noch? Basis ist, ich habe dieses eingerichtete Netz über den WLAN-Controller. Ob jetzt in einer PIP oder mit einem anderen Gerät, ist im Prinzip egal, weil die Oberflächen sind immer gleich.
Aber wir sind ja, wie gesagt, bei dem VIP-Thema, was hier ein richtig vollwertiger WLAN-Controller darstellt. Ich habe wieder meine Startposition hier. Und dann starten wir mal das Video, damit es nicht ganz so lange dauert. Ich glaube, da ist auch eine kleine Pause drin. Ich bin wieder in der Benutzeransicht, wie wir es eben auch schon hatten. Okay. Ich gehe aber diesmal auf den Vollzugriff. Das heißt, hier wird jetzt dieses Menü deutlich länger. Und wenn ich da unter WLAN-Controller gehe, gibt es eine ganze Reihe weiterer Funktionalitäten. Und einige davon werden wir jetzt mal kurz besprechen. Nämlich das Monitoring. Das ist das, was ich Ihnen in den ersten Folien erläutert habe. Da ist praktisch die letzten 2 Stunden zurückgerechnet, was für einen Durchsatz wir hatten. In beiden Netzwerken, im Gästenetz war nichts los, im Windeck-Testnetz war was los. Und da sehen wir auch, dass da oben die CPU-Performance mal kurz hochgegangen ist. Speicherverbrauch ist die ganze Zeit eigentlich konstant gewesen. Jetzt gibt es weitere Geschichten. Ich kann mir zum Beispiel nochmal meine Geräte anschauen. Ich kann mir anschauen, welche Geräte connected sind, wie lange die connected sind, welchen Durchsatz die vermittelt haben, welchem Signalfeldstärke die sind und was für ein Gerät das ist. Die MAC-Adresse wird nämlich bei uns immer umgerechnet auf die Company ID. Ne? In diesem Fall ist ein Apple iPhone connected gewesen. Das war wahrscheinlich meins. Und das hat die IP-Adresse 12 hinten dran. Okay, jetzt kann ich mir nochmal meine ganzen SSIDs, die ich ausstrahle, auf den verschiedenen Geräten, verschiedenen Funknetzen, Funkmodulen anschauen. Sehe die Kanäle dazu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sehen wir zum Beispiel das Client Load Balancing, ob das funktioniert hat. Abgewiesene Client Soft Hard, das ist da unten auf der rechten Seite, im Prinzip da, wo jetzt die Maus ist, die Anzeige, ob da schon mal was aktiv geworden ist. Dadurch, dass nur ein Client connected ist, langweilt sich das System. 2,45 GHz in der Mitte, auch so ein wichtiges Thema. Da sieht man zum Beispiel. Ja, hier sehen Sie eigentlich unsere Umgebung, hier bei uns im dritten Stock in Nürnberg, im Südwestpark. Das sind so unsere Nachbarschafts-Access Points. Da sind ein paar, ein Spion haben wir da sogar. Aha, wer ist das? Ansonsten ist das unsere Entwicklung, die man da größtenteils sieht. Hier sehen wir Gott sei Dank keine Route Access Points. Man könnte manuell auch noch den Scanning mal starten. Macht man aber in der Regel nicht, weil, wie gesagt, das machen wir schon seit längerer Zeit im Hintergrund und das ist auch sehr effizient. Ja, hier sehen wir Angriffsversuche, die möglicherweise durch Passwortattacken hervorgerufen wurden. Das ist leer, das ist auch sehr schwierig, da was zu generieren. Das kann unsere QA, die kriegen das hin mit besonderen Tools. Wartung ist noch so ein Thema. Naja, abschmieren wie beim Auto muss man nicht, Ölwechsel ist auch nicht nötig. Aber was öfters mal nötig ist, ist ein Software-Update. Den erleichtern wir Ihnen hier ein Stück weit. Nämlich, wir können von den Access Points, leider nicht von der VIP hier an der Stelle, alle gemanagten Access Points, die sind ja hier gelistet, könnte ich ein Häkchen setzen und sagen, okay, aktuelle Software vom Update-Server holen. Wir haben das absichtlich nicht automatisiert. Automatisiert heißt, dass er sich immer die aktuelle holt. Der Administrator hat schon das volle Recht hier voll drauf zuzugreifen und selbst zu bestimmen, wann er denn ein Update machen möchte, wann nicht. Dann habe ich noch diesen lustigen Benachrichtigungsdienst, hatte ich ja schon mal eben erzählt. Lustig ist der schon, wenn man auch funny Sachen mitmachen kann. Aber er ist auch sehr, sehr hilfreich, weil ich dann wirklich nachgucken kann und mir monitoren lassen kann, ob Geräte denn verfügbar sind, ob es irgendwelche Angriffe gab und ähnliches. Das ist also dieses E-Mail Alerting und SNMP Trap Geschichte, von der ich eben schon mal berichtet hatte. Okay, da habe ich jetzt anscheinend eine längere Phase eingeplant in dem Video, aber das müsste jeden Augenblick weitergehen. Oder ist es zu Ende? Es ist zu Ende, das Video. Okay, ja gut, da wie gesagt würde sich der Benachrichtigungsdienst hinter verstecken. Das, wie gesagt, ein Stück weit jetzt mal in dem Schnelldurchgang noch mal ein bisschen unter der Haube versteckt Funktionalitäten, die wir in dieser sehr, sehr, sehr mächtigen, ich glaube, das ist das mächtigste Bintec-Produkt, was wir derzeit haben, die VIP. Die hat wirklich alle Funktionalitäten natürlich eingeschränkt, ein Stück weit aufgrund der Benutzer, die wir da zulassen können, weil einfach die CPU-Performance irgendwo am Ende ist. Aber ich glaube, das ist im Moment die Königsdisziplin, die wir da haben. So, jetzt habe ich noch ein ganz kleines, kurzes Thema. Und dann will ich Sie nicht länger von der Arbeit abhalten.
WLAN-Management. Ein ganz kleiner Ausblick, beziehungsweise nochmal ein bisschen nach rechts und links geschaut. Was gibt es neben dem WLAN-Controller noch? Wir haben seit, naja, 4 Monaten sowas, ist es glaube ich im Dezember gelauncht worden oder Ende November sowas herum war es, den sogenannten CloudNet Manager. Ja, was ist das? Wir haben uns in einem großen Rechenzentrum eingemietet und haben dann einen bestimmten Service laufen. Der läuft für alle unsere Kunden, die daran teilnehmen möchten. Macht besonderen Sinn, wenn ich viele, viele kleine Filialen habe. Macht aber auch Sinn, wenn ich vielleicht nur 2 oder 3 Offices habe, die ich entsprechend betreuen möchte. Können auch verschiedene Kunden sein, mit jeweils nur einem Office. Dort habe ich keine BINTEC-Infrastruktur mehr. Brauche ich nicht. Vielleicht ist da von Cisco oder ähnlichen Mitbewerbern oder Huawei oder auch von den Netzbetreibern irgendein kleiner Router vorhanden. Der reicht uns. Das ist ein controllerloses WLAN-Management, wenn man so will. Wir sparen uns hier auch noch den Router, der Management macht. Warum das Ganze? Naja, das kann schon eine ganze Reihe Vorteile haben. Ich habe dann plötzlich von jedem x-beliebigen Internetbrowser die Möglichkeit, zu monitoren, zu gucken, was macht denn das System. Egal, wo die Location ist. Das Weitere ist, ich habe auch so eine Möglichkeit, ja, Zero-Touch-Configuration heißt das. Schon wieder Neudeutsch, heißt eigentlich nichts anderes. Ich stecke einen Access Point einfach ans Internet dran, an mein Internet-Gateway dran und er holt sich automatisch, wenn ich ihm das vorher erlaubt habe oder dem System das vorher erlaubt habe, automatisch die Default-Konfiguration. Das heißt, ich kann plötzlich Filialen, Geräte austauschen oder einfach Geräte hinzufügen oder ergänzen, ohne dass da überhaupt jemand hinfährt. Denn das kann der Filialleiter vielleicht. Macht sicherlich Sinn, wenn Sie kleine Bäckereifilialen haben. Da sind Sie ganz schön unterwegs, wenn Sie 30 Filialen haben und selbst wenn die im Stadtgebiet sind, da vor Ort hinzufahren, einen Techniker einfach nur anstöpseln, kurz konfigurieren und wieder weiterfahren. Kann man sich hier komplett sparen, kann man einfach dem Bäckereiauto mitgeben oder auch mit DHL hinschicken. Das ist also die Idee. Macht sicherlich richtig Sinn für Filialisten, macht aber auch Sinn, denke ich mal, und wir haben sehr, sehr viele Anfragen und sehr viel Resonanz an der Stelle, für Fachhändler, die sowas machen wollen und einfach einen Added-Value-Service hier anbieten wollen. Ja, wenn wir bei Fachhändlern sind, die Fachhändler haben sowas natürlich ganz gerne immer im eigenen Rechenzentrum stehen und nicht unbedingt irgendwo in einem Public-Cloud-Computer gehostet. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir das auch als VMware entsprechend verkaufen können und anbieten können. Da haben Sie dann die Möglichkeit, selber eine Maschine zu betreiben, sich selber in Ihr eigenes Rechenzentrum zu stellen oder und dann über VPN zu managen oder auch über HTTPS-Verbindungen zu managen, ganz wie Ihnen das obliegt, wie Sie das gerne hätten, wie Ihr Kunde das gerne hätte. Vielleicht haben Sie auch einen größeren Kunden, der sagt, ich stelle mir die VMware selber hin und bin dann wirklich komplett autark. Hat, wie gesagt, eine ganze Reihe Vorteile. Vorteile hier natürlich einmalige Lizenzkosten, wohingegen bei der SAS-Lösung in der Public Cloud ich natürlich laufende Kosten irgendwo habe. Ja, das nur, wie gesagt, als Anregung. Wenn das für Sie interessant ist, ich denke mal für den typischen VIP-Fachhändler und Kunden macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wenn Sie mal stärker oder besser ins tiefer oder bereits eingestiegen sind ins WLAN-Business, dann ist das ein Must-to-have, sage ich mal. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen rausgerissen jetzt. Jetzt komme ich wieder auf die Basics ein Stück weit zurück. Welche Möglichkeiten mit Management haben wir denn überhaupt bei unseren Geräten? 5. Und zwar Standalone, logisch, klar. Ich kann das Gerät direkt konfigurieren ohne WLAN-Controller. Oder ich nutze den WLAN-Controller in der BIP. Auch eine Möglichkeit. Oder ich verwende einen klassischen, in Anführungsstrichen, WLAN-Controller mit einer RS-353 zum Beispiel oder eine R1202 oder sogar eine RXL. Das ist das Klassiker, am meisten verkauft, muss ich sagen. Wirklich sehr erfolgreiches Produkt und auch total ausgereiftes Produkt. Oder ganz neu und modern über die Cloud oder auch mit einer virtuellen Maschine. Und jetzt müssen Sie mal gucken, schauen Sie sich mal einfach unsere Mitbewerber an, die es so gibt in der ganzen Landschaft. Da gibt es manche, die können nur über die Cloud managen. Da gibt es manche, die können nur über die Cloud und eine virtuellen Maschine
oder nur über einen WLAN-Controller. Aber ich denke mal, dieses Spektrum mit einem Gerät, mit einem Softwarestand, werden Sie so leicht nicht finden. Das nur, wie gesagt, an was wir inzwischen alles gedacht haben, was sich einfach über die Zeit heraus an verschiedenen Möglichkeiten kristallisiert hat und möglich ist mit unseren Produkten. Okay, und damit schließt sich eigentlich der Vorhand, obwohl er jetzt gerade aufgeht.